Hallo Leute, ich muss das ein bisschen später aufholen, weil ich habe vergessen, das aufzuholen, deswegen hole ich es jetzt auf. Abonniert unbedingt den Kanal, bald kommen ganz viele Massivholzprojekte, weil alle Maschinen jetzt funktionieren, kommt aber alles in den nächsten Videos. Also, was muss ich noch sagen? Also, was habe ich vergessen zu sagen? Leute, bleibt unbedingt am Video dran. Ich werde euch später am Ende vom Video sagen, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Und außerdem werdet ihr am Ende auch sehen, wie die Sägeblätter in der professionellen Schärferei dann auch halt eben geschärft werden. Das gibt's aber alles ein bisschen später im Video. Alle, die irgendwie eine Kreissäge haben, eine Handkreissäge, eine Tischkreissäge oder eine Formatkreissäge, werden immer das gleiche Problem haben. Und zwar die werden irgendwann leider stumpf. Im heutigen Video werde ich etwas bauen, damit ich dieses Problem hoffentlich für die nächsten Jahrzehnte so gut wie möglich lösen kann. Sei es ein Holzkreissägeblatt oder sei es ein Metallsägeblatt von meiner Kaltkreissäge zum Beispiel. Darum geht es im heutigen Video, bleib gerne dran. Wahrscheinlich wirst auch du dein Sägeblatt irgendwann mal schärfen müssen und vielleicht wird das Video heute hier eine gute Hilfestellung sein. Let's go. Wir verarbeiten ein bisschen Plattenmaterial, das bedeutet, hier muss ein anderes Sägeblatt drauf, keine Panik. Die Säge ist auch ausgeschalten und das kann ich jetzt hier ganz einfach wechseln. Ich denke, das ist mal ganz interessant. Ich zeige euch mal gerade, wie man hier den Längsschlitten, wie man den an so einer Formatsäge verstellt, damit man halt eben breiteres Plattenmaterial zuschneiden kann. So, das war's auch schon. Jetzt haben wir hier ungefähr knappe 2 Meter Breite, die wir schnibbeln können. Vielleicht fragt sich ja jemand, warum hier diese Holzplatten, das ist ja eine fertige Multiplexplatte, warum die so dreckig und kaputt auf der einen Seite sind. Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Und zwar sind das hier noch die Multiplexplatten oder das ist die Multiplexplatte, die ich ganz, ganz am Anfang hier in der Werkstatt vor der Werkbank hier als Werkplatte hatte. Deswegen sind hier auch einige Leimtropfer drauf. Auf der sieht man auch noch ein paar. Ist aber überhaupt kein Problem für dieses Projekt, weil das hier wird quasi auch verschickt. Das heißt, die wird mit jeder Versendung wird die wahrscheinlich noch viel mehr Schaden bekommen. Genau, und die werden wir jetzt mit Flachdübeln miteinander verbinden, dass wir hier eine stabile Kiste bauen können. Ich habe hier eine Einschraubmutter und hier in der Mitte ist jetzt ein Loch und die kann ich hier nämlich jetzt reinschrauben, denn die wird später dafür gedacht sein, damit ich halt eben die Sägeblätter festspannen kann, damit die halt eben in der Kiste nicht lose rumfliegen. Oh, voll drin geguckt. Scheiße. So, natürlich muss ich jetzt noch irgendwas fertig machen, damit meine Sägeblätter, wenn ich sie dann halt eben verschicke, nicht kaputt gehen. Da benutze ich hier einfach einen Karton. Den können wir jetzt halt eben zuschneiden. 320 und ein bisschen weniger. Das hier ist blöd. Damit ich von den Arbeitern nicht verflucht werde, schneide ich da jetzt direkt
über eine Faser ran, damit man diese Kartonteile hier auch noch später natürlich nochmal rausbekommt. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich glaube, man weiß schon, wo die Reise jetzt hingeht in etwa. Das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Eins, drei Blätter kann ich jetzt so auf einmal verschicken. Unsere Kiste ist fertig. Fun Fact am Rand, ich wollte es eigentlich mit Klarlack lackieren, aber als ich dann angefangen habe zu sprühen, ist mir aufgefallen, okay, es ist schwarzer Lack, dann habe ich die Kiste halt schwarz gemacht. Auch nicht verkehrt, spielt auch überhaupt eigentlich keine Rolle. Wir haben jetzt in der Mitte hier in unsere Einschraubmutter einfach einen Gewindestab, den habe ich unten gekontert und da haben wir eine kleine Schraube. Ich habe extra darauf geachtet, dass alles werkzeuglos ist, damit man halt auch beim Auseinanderpacken halt eben jetzt hier keinen großen Eck draus machen muss, um an die ganzen Teile ranzukommen. Ich werde euch einmal kurz sagen, welche Sägeblätter ich jetzt hier in das Teil reinpacken werde. Und mit am wichtigsten ist tatsächlich nicht einmal so das Holzzeug, sondern hier das Metallkappsägenblatt. Und zwar wurde das noch nie geschärft und ich habe an einer mal gearbeitet, wo ein scharfes Blatt drauf war. Und ey, das schneidet ja ein gutes Stück besser, wenn auch das mal geschärft wird. Also als erstes wird hier dieses Blatt in das Kästchen gleich eingeräumt. Dann haben wir jetzt hier zwei Blätter, die man relativ gleich einsetzen kann. Das hier ist eins für Plattenmaterial, was ich gerne benutze, oder speziell Querschnitte, wenn ich viel Fichtenholz, viel weicheres Holz auf Länge zuschneide. Ich benutze die ganze Zeit für Plattenzuschnitte mein Dachhohlkehlenblatt. Das ist noch besser, aber das braucht man dafür eigentlich nicht mal. Dafür reicht doch hier so ein 60-Zahn-Blatt. Und dann habe ich hier jetzt noch ein 48-Zähne-Blatt. Das ist gut im weicheren Holz, um damit Längs- und Querschnitte zu machen. Aber weil auch das relativ stumpf ist, habe ich das auch nicht mehr so wirklich benutzt. Und weil ich davon zwei habe, kommt jetzt das hier auf jeden Fall auch mal zum Schärfdienst. Und jetzt, mit am wichtigsten, hier dieses Blatt. Ist eins zum Holz auftrennen, aber auch um Querschnitte zu machen, weil das hier nicht ganz, ganz grob ist. Ich habe noch eins, was noch gröber ist, aber darum geht es hier gar nicht. Bei dem Blatt hier flattert das Sägeblatt. Und das werde ich jetzt markieren, damit die mal einfach in der Schleiferei nachschauen können, ob da irgendein Zahn dabei ist, der halt irgendwie nicht mehr richtig ist. Weil ich habe eben noch mit dem gesprochen, die können das kontrollieren. Das heißt, ich markiere das denen und wenn alles gut läuft, dann habe ich hier dieses Blatt geschärft und vor allen Dingen wieder repariert, sagen wir es mal so, dass ich das auch wieder in Zukunft benutzen kann. Denn die Blätter hier, die sind für mehrere Jahre gedacht, weil man sie halt eben nachschärfen kann. Und deswegen werden die auch dieses Mal alle nachgeschärft. Da muss man nicht direkt neue kaufen. Ich weiß nicht, inwiefern das gereinigt wird. Deswegen markiere ich das jetzt einfach mal auf dem Blatt. Blatt flattert beim Schneiden. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Und das war's. Ich denke, das sollte so okay sein. Also, damit die Leute im Lager, in der Schleiferei, dann auch wissen, wo die Kiste wie zusammengehört, werde ich jetzt hier einfach ein Label ausdrucken und das direkt auf die Kiste aufkleben. Vorne. Ist das Deutsch, Alter? Ist das dort Deutsch? Vorne. Vorne. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist. Alter, wenn ich jetzt kein Rücksendelabel mehr habe, dann raste ich aber komplett aus. Das ist das letzte Label, was ich Hand zum beklebe und ist auch schon Öl drauf. Es bleibt spannend. Da geht das Paket hin, Schleiferei Nordfriesland an den lieben Sascha. Und da findet ihr auch noch einen Link zu deren Plattform in der Videobeschreibung. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wird das ölverschmierte Papier gedruckt werden können? Komm, die Dosen sind richtig geil, die Drucker. Los, gib alles. Geil, Alter. Das da kommt doch wirklich aus der Werkstatt. Schön ein bisschen Öl drauf. Einwandfrei. Was
wäre so bitter gewesen, wenn man die Kiste doch geölt hätte und man da nichts mehr draufkleben könnte. Sicherheitscode. Wenn Sie Glück haben, passt's, ne? Naja. Leute, bleibt unbedingt immer noch dran, denn jetzt kommt der spannende Teil, wie ich finde, von dem ganzen Video. Denn jetzt werden die Sägeblätter geschärft und vor allen Dingen auch repariert. Das zeigt euch jetzt aber der Sascha. Philipp Konter hat eine schöne Holzkiste gebaut. Gucken wir mal in das schöne Paket hier rein. So, warte. Richtig geil. Ja, das Blatt flattert beim Schneiden. Ja, das checken wir mal, woran das liegt. Ich sehe auf jeden Fall, da ist schon mal irgendwie ein Zahn kaputt. Das Metallsägeblatt kriegen wir natürlich auch wieder scharf. Moin, so ging es weiter mit dem Paket von Philipp Konter. Nach einer ersten Augenscheinnahme beschriften wir die Sägeblätter, damit wir die auch nicht vertauschen. Danach kommen die in eine schöne Waschmaschine, extra für Sägeblätter, weil die ja so ein bisschen verharzt sind. Das ganze Harz muss ab, bevor wir diese Sägeblätter schleifen, sonst ist die Maschine nachher so verschmutzt. 60 Grad, wupp, da ist eine Chemikalie drin, die macht die Sägeblätter richtig schön sauber wieder. Danach nochmal eine zweite Augenscheinnahme, weiter kontrollieren. Die Sägeblätter werden alle rausgeholt, aus der Waschmaschine zur Maschine gebracht und durchgeguckt und da haben wir gleich einen kaputten Zahn entdeckt. Der wird dann ausgelötet, heiß gemacht, schön heiß, kann man hier sehen, richtig am Glühen, wird rausgenommen. Das Lot löst sich, das wird dann nochmal sauber geschliffen, sodass wir einen schönen neuen Plattensitz haben. Richtiger Zahn wird rausgesucht und eingelötet, heiß gemacht, Vorsicht, nicht anfassen, tut man sich weh bei. Ja, und dann sieht das so aus, der Zahn ist auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen zu groß, wird auf so einer alten Maschine, die geht richtig gut dafür, wird der Zahn von der Zahnbrust passend zurechtgeschliffen und dann bearbeiten wir auch schon die Flanken. Die Flanke, die Zahnflanke, wird also auf die Dicke der anderen Zähne angepasst. So, ja, 3,24 mm hat der originale Zahn und der, den wir eingelötet haben, der hat nun 3,18. Das ist ein bisschen weniger, aber das macht nichts. Ich möchte auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass Trockenschleifen von Hartmetall sehr gesundheitsschädlich sein kann. Und deswegen rate ich von diesen billigen, ja, Baumarktmaschinen ab. Macht das nicht selber, gebt das zum Fachmann. Und jetzt gleich auf dem nächsten Bild seht ihr auch nochmal diesen eingelöteten Hartmetallzahn von gestern. Genau, der wird auch auf dem Zahnrücken auf einer anderen relativ alten Maschine eingeschliffen. Aber das geht da wunderbar und schnell. Guck mal, was da für ein Glanz dann nachher wieder bei rauskommt, wenn die Sägeblätter frisch geschliffen sind. Und dann wieder auf die Reise zu Philipp Konter gehen. So Leute, ihr habt gesehen, so werden Sägeblätter geschliffen und ich denke, das war auch sehr, sehr interessant, was ein paar Leute geschrieben haben unter dem Video vom Sascha, dass sich das so ein bisschen angehört hat wie bei der Sendung mit der Maus und ich muss echt sagen, das war wirklich wie bei der Sendung mit der Maus. Aber natürlich noch besser, denn es war der Sascha, ne? Also wie gesagt, ihr könnt eure Sägeblätter dort auch hinschicken. Das ist unbezahlte Werbung, einfach nur, weil es ein cooler Typ ist und weil er eine gute Arbeit macht und ich jetzt damit wieder hoffentlich sehr viel Holz schneiden kann und wenn ich mir jetzt einen Finger abschneide, muss das Sägeblatt auch so scharf sein, dass der hoffentlich wieder angenäht gehen kann. Katastrophe. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, hier, ich habe am Anfang vom Video gesagt, der Karton kam zurück, weil es eine Holzkiste ist. Ich habe sowas schon mal verschickt, aber jetzt war anscheinend der Praktikant bei DHL und hat gesagt, nein, das muss jetzt wieder zurückgeschickt werden. Aber auch da hat der Sascha mir jetzt ein bisschen geholfen, denn ich habe jetzt einen richtig stabilen Karton, wo jetzt die Holzkiste reinkommt. Ist immer noch ein bisschen umständlich, aber da hat sich der Sascha halt eben drum gekümmert. Genau, schickt eure Sägeblätter in der Holzkiste in einem Karton zum Sascha und fragt vielleicht, wenn ihr nur einen Kackkarton habt, ob er dann halt eben vielleicht auch bei euch einen besseren Karton drum machen könnt, dass ihr den für immer in Zukunft als Versendekarton benutzen könnt. Mit meiner Holzkiste bin ich weiterhin sehr, sehr happy, denn die Sägeblätter sind halt geschützt, selbst wenn der Karton runterfällt und der Karton kaputt geht. Die Sägeblätter werden es nicht kaputt gehen, weil die Holzkiste sehr stabil ist. Also Leute! Schaut die Videobeschreibung, schaut bei Sascha vorbei, wenn ihr Sägeblätter, Sägebänder habt. Und ich kann ja mal fragen, die können auch Kettensägen, Ketten schärfen. Und meine sind mittlerweile nicht mehr so gut in Form. Sie sind zwar noch scharf, aber die könnten mal wieder auf die Richtbank kommen. Vielleicht kann der Sascha das ja auch machen. Ich freue mich. Tschüssi.